Da ist er. Rechts. Such den schönen Platz im Park. Ah. Ja, ein bisschen näher ran kannst du schon noch fahren, ne? Lass die Leute laufen, dass sie nicht fette Beine kriegen. Echt, ja. Machen wir das Auto wieder an? Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. 30 Sekunden. Bist du noch gar nicht da? Er läuft ja auch wieder nach hinten und versucht die Tür aufzumachen. 19 Sekunden. Ich weiß, steht halt auf Hintertüren. Was soll ich meinen? Offen. Ich hab's geschafft. Lecker. Gummihandschuhe. Bieter. Oh, 45er Munition. Dirk. UMP Magazine. Nice. Ich hab einen Claymore. Willst du die Munition oder hast du hier noch? Ja, ich kann sie mitnehmen, also. Ich kann sie auch mitnehmen. Ich leg die sowieso mal in den Schrank rein. Ja, dann nehme ich sie mit. Ich hab auch. Ich bin rausgeflogen. Jetzt fängt das wieder an. Das ist sehr unpraktisch. Wenn es jetzt nur eine Minute nur noch wäre, dann wäre es sehr, sehr unpraktisch. Ja, kennen wir doch. Also ich versuche jetzt wieder beizutreten, aber ich hoffe, dass ich meine Klamotten noch alle anhab. Weil ich war gerade im Bild nackt. Ja, das hatte ich letztes Mal auch. Alles gut. Pass noch an. War bei mir das war auch so. Irgendwas explodiert gerade. Nein, tut's nicht. Noch nicht. Hat man mich eingeschlossen. Dann bist du rein. Wieso laufen da jetzt 4 Leute rum vor mir? Ich bin eine Ikone. Ich bin ein Idiot. Du hast eine Ikone. Ich bin eine Ikone. Ja. Ich hab die 1000 Punkte geknackt. Oh, schön. Schöne Schaufel, wer hat den da hingelegt? Ich. Ich hab aus Versehen vorhin mitgenommen. Vorne verkaufen. Ja. Gucken, wo ist der nächste Drop? Ah, der liegt eigentlich nicht mehr auf dem Weg, der nächste Drop. Sollen wir den nächsten Drop noch mitnehmen oder fahren wir jetzt zum Flughafen? Wir nehmen den mit. Da liegt der nicht auf dem Weg. Wenn wir noch zum Flugdrop fahren, dann brauchen wir eigentlich den nicht mehr mitzunehmen. Brauchen wir nicht mehr zum Flughafen. Dann ist eigentlich schon spät genug für heute. Kannst ruhig drin bei mir. Geh ihn nach. Ich muss was trinken. Ah, jetzt habe ich eine schwarze ABM. Ja, das ist, wenn ich nicht Ego fahre, ist das schlimmer. Dann fahr Ego. Sind wir da? Nee, noch nicht. Auto. Oh, sind wir. Ah doch, wir sind da. Hier gibt's noch Mesh. Ja, fahren wir weiter. Der kommt und läuft hier nicht rum. Warte mal. Ja. Aufsteigen, hinlaufen. Ich würde eher sagen, wir pushen uns an, ja. Oder du fährst, sag mal, fahr mal geradeaus rüber und dann stellst du dich oben irgendwo mit dem Auto hin. Weil da sind viele Sprengzombies, habe ich letztes gesehen. Fahr nicht schwimmen. Ja, reicht, oder? Oder wo soll ich stehen? Du musst nur merken, wo dein Auto steht. An der Mauer. In Berlin. Ja, auf der Mauer, an der Lauer. Aber wir können ja noch ein bisschen näher fahren, da können wir noch ein bisschen hochfahren, siehst du?
Okay, bin da. Ja. Müssen wir hier irgendwie was leerräumen an Ausrüstung oder so? Ja, klar. Alles mit, also alles raus aus. Ja, am besten alles, was ihr nicht braucht, raus jetzt, ja. Alles, was wir nicht brauchen, raus. Und Harmonika brauche ich nicht. Sonst habe ich alles raus. Esse ich mir noch eins. Ich brauche jetzt eine ruhige Hand. Okay, ich sehe den Mesh. Das ist da unten. Der ist das kleinste Problem. Gott, ist halt warm heute. Was kann ich sprengen, Zombie? Was gucken die da? Was meinst du, wie oft ich mich das schon gefragt habe? Also da, also hier im vorderen Bereich ist kein Sprengzombie. Okay. Ich sehe zumindest keinen, ich gehe mal da rüber. Guck mal, ob ich von da aus besser sehen kann. Hier ist ein Mech. Pass auf, dass der Mech dich nicht sieht, Dirk. Da unten ist ein Zombie. Ich habe keinen Mech. Da sind zwei, drei Zombies und da vier. Was ist das denn, meine Waffe will nicht schießen? Weil der Mesh kommt. Warum schießt er jetzt? Okay, so weit sieht er einen offensichtlich nicht. Das kann man da hinten rein, oder was? Keine Ahnung. Ich war hier noch nie. Warte mal da, ich guck, dass ich... Ich mal nach hier oben guck. Guck mal, ob ich hier Eingang... Hier oben gibt's wohl einen Eingang. Er kommt auf uns zu, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Von hier oben komme ich wahrscheinlich in den Bunker rein. Hier ist ein Eingang. Ich bin jetzt, gehe jetzt von oben in den Bunker rein. Ich bin unten in den Bunker rein. Wo kommen wir? Maschinenraum. Ein paar kaputte Fahrzeuge hier. Sonst ist hier nichts. Oh, man kann das Tor sogar öffnen hier, das große. Machen wir jetzt aber nicht. Komm zurück gerade. Ah, okay. Ja, läuft. Hier kann man doch noch weiter. Ja, ja, da ist aber nichts. Das ist eine Sackgasse.
schwitze noch immer. Warum schwitze ich? Weil wir hier in dieser Schwitzwelt sind. Ich habe nur 34% Lebensenergie. Aber doch nicht das Schwitzen. Kacke. Doch. Nein. Doch. Ich schwitze die ganze Zeit und hab noch 100. Wenn du überhitzt bist, verlierst du Lebensenergie. Oh. Weißt du, was du verlierst jetzt? Ja, Blut. Und da war eine ganze Menge. Da kommt zu euch hoch. Finde ich ein Slipper. Was ist denn da hingelegt? Er kommt zu euch hoch. Ah, lass noch kommen. Wir sind ja im Bunker. Er steht, dreht um, geht wieder. Ah, machen wir so lange eine Pause, war, bis das weg ist, ne? Er geht ja wieder. Ich weiß gar nicht, was ich noch ausziehen soll, hä? Hey. Ich hab einen Schlüpper ausgezogen. Ja, hier oben waren wir jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt. Da hinten läuft er. Wer stellt sich eigentlich da gerade hin? Da oben die Radarstation. Da könnte vielleicht was sein. Nee, bleib mal locker da. Er schießt auch noch auf den Mech drauf rum. Ich hab da hinter dir getroffen. Maria, hilf mir. Ja, bitte. Er schießt auf den Mech. Weißt du, willst ihn loswerden? Er schießt ja drauf. Nein, ich hab ihn auf den Mech geschossen. Er hat auf den Zombie dahinter geschossen. Da liegt sogar. Ah, meine Lebensenergie steigt wieder. Ich war noch mal weiter links. Seid ihr schon in dem anderen Dings da gewesen? Was ist für euch ein Dings da? In dem Hangar? Ja, in dem Hangar waren wir schon drin. Und da oben waren wir auch schon auf dem im Dings drin. Wo? Hier an der Radarstation. Da warst du schon mal drin? Frag grad. Nee. Oh, da kann man doch... Radarstation warst du bestimmt noch nie drin. Da kann man doch später mit dem Auto rein. Rum. Ich glaube sogar zwei. Das ist eine Bunkerstation. Er analysiert erstmal die Wege, ne? Also auf analysieren. Alles auf analysieren. Rein da. Ja, ich bin Let's drin. Go. Der läuft mich jetzt hoch. Richtung Radar. Einer von den dreien oder die hier rumlaufen. Wieder runtergedreht. Warum verliere ich immer noch Lebensenergie? Ja, ich habe auch nicht... Ja, ganz so viel. Also, ich habe schon viel, aber verliere auch gerade. Aha, jetzt halt er wieder. Na, wahrscheinlich war ich gerade gelaufen in das Stück. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich noch ausziehen könnte. Irgendeiner ist gesehen worden. Na, ich glaube, ich bin gesehen worden. Da gehe ich mal von aus, ja. Kommt jetzt auf dich zu. Hey, der Bug da. Da ist irgend so ein Gestell, der Bug da dran. Einer schießt aber da gerade auf mich. Der linke. Und der rechte. Der schießt auf mich.
Und die hört dann nicht auf mit der Überhitzung, hä? Hab ich mal hingelegt, also da ist ziemlich viel los, ne? Also ich bin jetzt auf der mittleren, auf der Insel da. Gegenüber von euch. Mhm. Okay. Und rechts ist einer. Der wahrscheinlich jetzt gerade auf mich schießt, kann das sein? Ich glaube ja, weil hier guckt er nicht her. Was mit dem, der vom Haus stand? Der guckt auf mich. Das ist eine Armbrust, mein Freund. Die ist aber zu groß für mein Invi. Der kommt jetzt auf mich zu. Ich habe mir jetzt mal weggezogen von euch, ja. Die sind gerade hinter mir her. Alter, der hat mich getroffen, die Sau. Echt? Ja, genau. Immerhin, ich habe ein M9-Magazin, M1911, 3006 Munition, 338er Munition und ich habe eine Gewürzmischung. Sag ihm mal, der stört, der muss mal weg. Ja, sag ihm mal, der stört, der muss weg. Ja, siehst du, haben wir gesagt, er geht. Ja, ich bin nebenan in der Halle. Ja, willkommen. Bin schon längst am Suchen. Bring mir ruhig den Mesh hier rein. Nee, tu ich nicht. Ja doch, er steht ja gerade hier drin. Und ich war hier schön am Looten in der offenen Halle. Ja, Entschuldigung. Ich hatte die Hälfte habe ich schon durch. Ich hatte schön meine Ruhe, ey. Entschuldigung, das war, ich wusste, das war echt nicht meine Absicht. Ja, verschwind wieder, du Voll. Ach, du siehst mich von draußen? Ha! Jetzt nicht mehr. Wo ist es euch denn genehm, dass ich sitze, damit ihr nicht auf mich schießt, ey? Ich weiß nicht, er ist schon wieder in der Halle. Ja, ja. Der sitzt ja gerade vor meiner Tür. Auf der Lauer. Und der andere vor meinem Fenster. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt der kleine Robi. Also, die Seite, wo ich jetzt liege, die habe ich komplett gelootet. Was? Nochmal bitte? Da, wo ich jetzt liege, die Seite, die habe ich komplett gelootet. Okay. Guck mal. Guck wieder rein. Jetzt an ein Gestell festgepackt. Na, Luca. Ja. Aber bleib doch draußen, ey. Also ich kann noch mal ungefähr gucken, wo die gerade hin und her laufen. Bei uns beide. Ja, ich bin gerade auf dem einen Radarturm gegenüber von euch quasi. Ich bearbeite mich jetzt mal rüber auf den anderen Berg und guck mal, wie er sich bewegt. Oh, hat mich getroffen. Ja, mich auch. Guck, wie, aber er hat mich getroffen.
sind schon einige von den rechts unterwegs hier, oder? Ja. Ich bin jetzt gegenüber auf dem. Eigentlich wollte ich zu dem Bunker in der Mitte, aber da komme ich nicht hin. Da einfach zu viel los ist. Ich stehe jetzt quasi gegenüber bei euch auf dem Berg. Hier ist ziemlich warm, sagt er. Ich muss mich gerade mal heilen. So ein riesiger Flughafen hier. Ja. Ich bin so am Arsch. Irgendjemand ist gerade, glaube ich, gestorben. Ich. Alea, wo warst du denn? Ja, ich war gerade in der Halle am Looten, weil er gerade nach draußen war. Hat mich hinter so einen Schrank gestellt, weil ich nicht mehr wegkam. Boah, da ist er genau hintergelaufen. Ja, die Fenster sind unpraktischerweise sehr tief. Kannst dich nicht gut in den Räumlichkeiten verstecken. Nee, nee. Du kannst dich nur hinlegen. Was man wie macht? X. X, okay. Könntest du mich bitte porten, weil ich bin ganz unten in D4 ja, wach, und dann, die ganz oben. Dann gehe ich aber erstmal in den Raum, wo du safer bist als hier. Safer. Wenn noch lande ich. Ich kann euch gerade nicht sehen. Ich finde es immer noch blöd, dass man nicht wirklich bestimmen kann, wie man sieht. Bitte. Mal bedanke dich erst, wenn du jetzt auch vernünftig gelandet bist. So, ein Mesh. Weil ja, genau. Viele Meshs unterwegs, ne? Ich bin noch am Laden. Okay. Ihr seid im großen Hangar drin, oder? Ja. Also, er steht jetzt von euch aus, der bewegt sich gerade weg. So, ich sehe nur den großen Hangar jetzt, aber ich sehe den einen oder anderen Mesh nicht. Oh, da läuft auch noch einer. Ich mach die Tür wieder zu. Oh, keine schlechte Idee. Hi! Jetzt muss er wirklich am Boden entlang robben, ne? Aber da war ich schon, Papa. Okay. Hab ich schon gesagt, die Seite habe ich schon durch. Oder bist du auf die andere gegangen? Nee, ich bin ja oben, erste Etage. Ja, ja, ich sehe dich, ich stehe hinter dir. Will dich nicht. Ah, wieso stehst du? Weil ich hinter der Wand stehe. Bist vielleicht mutig. Obwohl ich gelegen habe eben. Hat der Mensch trotzdem gesehen. Warum hat er gesehen? Haben die neue Dings X-Ray oder was? Ja, X-Vision. Ja, die schielen. Ja, die schielen, genau. Oh, der eine Mesh geht raus. Vielleicht komme ich da dann mal rüber auf die andere Seite. Oh, da ist auch noch ein Mesh. Boah, ist das riesig, das Gelände, ey. Wir sind bestimmt 6 oder 7 Meshs unterwegs, ne? Mhm. Ein Mesh geht raus.
andere geht jetzt auch Richtung Ausgang. Oh, noch einer. Seite. Fuck you, ey. Dirk, das sagt man aber nicht. Doch, das ist echt heftig, was hier unterwegs ist. Das war der letzte jetzt. Ich hatte die ganze Zeit Ruhe. Jetzt nicht mehr. Nee. So ist das halt mit der Ruhe, es ist halt trügerisch. Naja, wenn irgendjemand einen Mesh reinbringt, dann ja. Hier ist ja auch teilweise sind ja Zwischenbunker, ne? Wie es aussieht. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite kommen zu euch. Um mal Meshs wegzuziehen, aber das ist ja riesig, das Teil hier. Ah, so, ich hab meine Leiche zumindest schon mal ausgezogen. Das ist ja schon was wert. Ja, ich bin leider nicht in den Raum gekommen, wo ich rein wollte. Ja, verschwind! Verpiesel dich! Brav! Ja, es wird raus. Ja, ich warte nur, bis er hier wieder hinter der Wand ist. So. Auf zu! Boah, alles kaputt. Alles? Fast alles kaputt. Mein Rucksack ist kaputt. Mein Pistolenholster ist kaputt. Pistolenholster ist im Auto neuer. Trainingsjack ist kaputt. T-Shirt ist kaputt. Ich bin raus. Du bist raus. Raus? Aus dem Gebäude. Ach so. Erstmal jetzt wieder neu sortieren, wo man jetzt noch hin könnte. Also ich bin jetzt ganz auf der anderen Seite und kann jetzt von da aus quasi von dem einen Bunker, der quasi, wenn du rausguckst von links, kann ich euch den Mess wegziehen, wenn ihr wollt, gleich. Ah, super. Ja, für Lea vielleicht ganz gut, ja. Ja, weil ich einer hat ein Problem. Ich sterbe jetzt. Schon wieder. Das macht die öfters, ja. Das ist schlimm mit ihr. Ich hab halt nur einen längeren Weg hier oben rum, das ist das Problem. Oh Mann, ich mach was. Warte, da mal. Links in dieser Blechhütte schon drin? Welche Blechhütte? Ja, hier vorne links ist ja so eine Blechhalle. Ja, nee, da war ich noch nicht drin. Aber wir müssen den Mächter mal von hier wegziehen. Ja, ich guck gerade, dass ich da hinkomme. Ich bin jetzt quasi an dem Bunker auf der linken Seite von euch. Warte mal. Aha. Hier kannst Gymnastik machen, das lief. So. Ja, ich würde sagen, dann endlich nochmal die Folge. Bis dann. Tschüss.